Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Sir Lector vom Team Junetsu und ich grüße euch herzlich zu der neuen Manga-Review. Es ist soweit, der Tag ist gekommen. Heute dreht sich alles um X-Arm, denn ja, der finale Band ist jetzt raus und ich wollte jetzt einfach mal zum Abschluss der Reihe mal klären, ob die Reihe wirklich bis zum Ende hinweg unterhaltsam war oder ob man doch die Finger davon lassen sollte. Und ja, erstmal erzähle ich euch aber, worum es sich in X-Arm überhaupt dreht. Im Mittelpunkt steht der Highschool-Schüler Akira, der halt das Problem hat, er kann keine Technik benutzen, warum auch immer, aber das ist halt einfach so. Oh, was natürlich in der heutigen Zeit wirklich scheiße ist. Dann eines Tages hat er aber einen Unfall, woraufhin er halt eigentlich sterben müsste, weil, ne, wenn du von einem LKW angefahren wirst, das überlebst du nicht. Jedoch dann plötzlich wacht er auf, allerdings kann er seinen Körper nicht mehr spüren. Das liegt daran, dass er zu einem sogenannten X-Arm wurde, eine Art Artefakt, welches so gar nicht in die heutige Zeit gehört, weil das Ganze spielt im Jahre 2030 und die Technologie dieser X-Arm ist weit der Möglichkeiten dieser Zeit voraus. Und natürlich fragt sich Akira, okay, fuck, warum bin ich jetzt plötzlich ein X-Arm? Und natürlich fragen sich das auch die anderen Leute und gleichzeitig hat Akira durch diese Verwandlung in einen X-Arm auch ganz besondere Fähigkeiten entwickelt. Und ja, X-Arm ist Trash. Allerdings guter Trash. Das muss ich nämlich direkt von vorweg sagen. Dieser Manga wird nicht für jeden was sein. Es ist halt so ein Manga, wenn ihr sowas wie Green Worlds mochtet, also eine schön bekloppte Story mit geiler Action, ein paar bekloppten Ideen, bisschen Fanservice, dann werdet ihr auch mit X-Arm auf jeden Fall schon mal Spaß haben. Ich meine, dieser Manga ist allerdings auch mehr als einfach nur ein bisschen trashig. Er hat einige Momente, wo ich wirklich gedacht habe, okay, ganz ehrlich, das war wirklich ein schöner Dialog. Gerade der erste Band, die Szene später, wenn Akira halt ja sehr auf sich allein gestellt ist. Ich denke mal, die Leute, die den ersten Band gelesen haben, wissen, was ich meine. Fand ich überraschend gut und es hat einfach die komplette Atmosphäre gut eingefangen. Allgemein, ich finde Akira, klar, ist jetzt kein super duper wupper tiefgründiger Charakter, aber ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gern, aber auch die anderen Characters wie Minami, die aufbrausende Polizistin oder Alma, der ja mehr oder weniger kalte Android, die aber natürlich super duper schön aussieht. Ich mag einfach diesen Cast direkt von Band 1 an und dazu muss man auch sagen, dieser Manga macht so eine kleine Verwandlung durch, denn dieses ganze Edgy am Anfang ist halt wirklich auch nur am Anfang. Also umso mehr und mehr man liest, umso mehr und mehr nimmt das Edgy ab. Soweit, dass ich sagen würde, ich glaube im Band 14, im finalen Band, war vielleicht einmal Nippel zu sehen. Zum Vergleich, dieser Manga fängt an mit Nippeln. Also für alle, die hier sagen, oh ja, ich mag zwar trashige Stories, aber Edgy. Wie gesagt, es nimmt später ab. Ich weiß zum Beispiel auch, dass mein Kumpel Jonas den Manga deswegen gedroppt hat. Aber an sich, wie gesagt, es nimmt halt später ab für die Leute, die sagen, ja nee, lass mal lieber, ich mag kein Edgy. Dann aber auch die Story. Ich muss sagen, ich mag solche Near Future Science Fiction Dinger, weil, ja, ganz ehrlich, so Science Fiction Dinger, die in, keine Ahnung, 200 Jahren spielen, sind langweilig in meinen Augen, meistens zumindest, weil, ja, ist dann alles super duper clean und alles super duper modernisiert. Das ist hier halt nicht der Fall. Wie gesagt, 2030, das ist in 9 Jahren. Und trotzdem hat man hier einen technischen Fortschritt, der sehr cool ist, aber eben nicht so, dass man sich denkt, oh Gott, oh ja, okay, war zu erwarten. Und gerade diese X-Arm-Thematik mit diesen seltsamen Gerätschaften, die überall auf der Welt verbreitet sind und die natürlich sehr begehrt sind. Und Akira muss halt im Verlauf der Geschichte jetzt auch helfen, diese X-Arm wieder einzufangen. Sind sehr, sehr geil, weil ich finde diese Thematik cool mit, ja, ein Objekt, das gar nicht in diese Zeitperiode gehört. Ich habe leider gerade den Fachbegriff dafür vergessen, aber das gibt es halt auch wirklich in der realen Welt, dass in der Vergangenheit Objekte gefunden wurden, die einer gewissen Zeitperiode zugeordnet wurden, weil, ne, man kann ja Alter herausfinden und Co., dies allerdings keinen Sinn macht, weil die Technik dafür zu dieser Zeit gar nicht existieren dürfte. Und das fand ich halt direkt von Band 1 an so, okay, Baby, das ist geil, da habe ich Bock drauf.
Und das macht auch nach wie vor immer weiter Spaß. Man fragt sich immer wieder aufs Neue, okay, was kommt als nächstes für ein Exam? Was wird das Exam als nächstes können? Und das bockt halt einfach. Und ja, Exam ist halt ein wirklich super duper stumpfer Mangel, der wirklich durchgehend Spaß gemacht hat. Ich hatte den halt wirklich bis Band 13 auf einer 10. Wie gesagt, wenn ihr so stumpfe Dinger nicht mögt, werdet ihr auch mit Exam nichts anfangen können. Es ist halt auch sehr klischee-mäßig, auch von den Namen her. Ja, gerade die Russin zum Beispiel. Oh, Junge, da weiß ich zum Beispiel, dass meinem Kumpel Smoke, der selber Russe ist, das Ganze da ein bisschen zu dumm wurde. Ich liebe aber so stumpfe Dinger. Jedoch muss man halt sagen, halt bis Band 13. Der Manga hat halt 14 Bände, denn ja, es gab leider Gottes jetzt mit dem 14. Band eine Sache, die mich einfach nur noch gestört hat, weswegen das Ding in der Wertung gefallen ist. Und zwar muss ich sagen, dass Band Nummer 14 sich einfach redundant anfühlt. Es ist so unnötig. Ja, das hat dann nochmal einen coolen Kampf, die von der Idee her auch ganz nett ist an sich. Aber irgendwie fühlt es sich so es fühlt sich einfach unnötig an, weil man, ich finde, man hätte nach Band 13 einfach Schluss machen müssen. Okay, dass man nach Band 13 hätte dann eine Geschichte von Ex-Arm Ex erzählen können. Okay. Und ich finde es ja wirklich das Ende selber, was am Ende nochmal gemacht wird, cool, wenn sie das wirklich durchziehen. Weil das ist halt das andere Problem. Ex-Arm hat ein Sequel in Japan. Zwei Bände nur, in denen abgeschlossen. Das erzählt dann nochmal so dieser finale kleine Story-Part. Wo ich jetzt hoffen muss, dass Manga-Kult sich den holt. Ex-Arm lief halt okay genug, weil ich will diese finale Story noch wissen. Weil das könnte halt die Wertung nochmal im Allgemeinen pushen. Und ja, trotzdem, ich fand einfach dieses Ende unnötig. Es ist zwar kein klassisches Happy End, was ich sehr respektabel finde, aber jetzt ohne die letzten beiden Bände, also Ex am Ex gelesen zu haben, fühlt es sich sehr unsatisfying an. Und ich hatte zwar Spaß, aber irgendwo habe ich mir halt auch gedacht, okay, der hätte halt echt nicht sein müssen. Aber selbst jetzt mit dem Sequel, was zwei Bände hat, also insgesamt 16 Bände, denke ich mir so, das Ding hätte noch so viel mehr Potenzial gehabt, weil diese Ex-Arms sind super duper interessant. Und da hätte man so viel mehr raus machen können. Und dann nur 16 Bände. Ich meine, 16 Bände ist wirklich lang. Und es ist auch ein Jammer, was mit Ex-Arm mit dem Anime passiert ist. Für die Leute, die sich erinnern. Wir sprechen nicht über diese Vollkatastrophe, diese Unverschämte, diese, ja, Misshandlung eines wirklich spaßigen Werkes. Trotzdem, ja, es hätte halt länger sein können, ruhig. Ich mochte diesen Manga. Und als ich gestern dann den letzten Band gelesen habe, war ich innerlich traurig, weil ich mir gedacht habe, okay, das war's jetzt mit Ex-Arm. Doch was ist denn jetzt mein Fazit zu Ex-Arm? Sollte man es lesen? Ja. Wenn ihr so trashige Sachen mögt, ja, ja, ja. Wenn ihr so trashige Sachen nicht mögt, dann nein, nein, nein. Um Gottes Willen, nein, Ex-Arm ist Trash, aber eben geiler, unterhaltsamer Trash, der manchmal sogar ein bisschen, ja, tiefgründiger ist, als man erwarten würde bei einem Trashing-Manga. Also, das ist jetzt kein Inuyasha-Werk, um Himmels Willen, nein. Aber es macht einfach Spaß und man merkt auch wirklich, dass das Duo hinter Ex-Arm die ganze Zeit über beim Schreiben einfach Spaß am Werk hatte. Das merkt man von Anfang bis Ende auch im letzten Band. Man merkt durchaus, mir hat zwar das Ende per se nicht gefallen, aber man merkte, okay, die beiden hatten einfach Spaß. Und ich finde es schön, wenn du an einem Werk merkst, okay, die Autoren hatten Spaß. Und das ist, finde ich, auch wirklich wichtig. Natürlich ist es schade, dass wir Ex am Ex bislang immer noch nicht angekündigt bekommen haben. Ich hoffe so sehr, dass Manga Kult das bald ändert, weil es hätte es verdient. Denn Ex am ist ein spaßiger Manga. Mit tollen Charakteren. Auch später kommen einige richtig geile Characters hinzu, wo ich auch mir gedacht habe, okay, der Auftritt, der war jetzt gerade richtig geil. Und dementsprechend ist meine abschließende Wertung eine 8,5 von 10. Das Ende war halt so, vor allem da wir eben dieses Sequel nicht bekommen haben bislang, kann ich das Ding halt nicht so bewerten, wie ich es gerne hätte. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo für die Bände, die wir uns zur Verfügung stehen, ist es eine 8,5. Bis man 13, in meinen Augen sogar eine 10, aber ja, das, ja, der finale Band war persönlich nicht meins. Und ja, ich kann jetzt nur noch an alle nochmal appellieren. Bitte holt euch Ex-Arm. Manga Kult soll einfach Ex-Arm Ex holen. Der Titel hätte es verdient. Es ist ein schön erfrischender Manga. Es ist nichts Weltbewegendes, aber man merkt halt, die Autoren hatten Spaß. Und das ist das Wichtigste.
Und ich mochte den Manga wirklich, wirklich gern. Habt ihr Ex-Arm gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und ja, bleibe ich hier viel zu sagen, außer Dank fürs Zusehen. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ciao.